Das Meistern einer jeden physischen Fähigkeit, ob Pirouetten drehen, ein Instrument spielen oder Baseball werfen, bedarf Übung. Übung ist das Wiederholen einer Aktion mit dem Ziel, sie zu verbessern und sie mit mehr Leichtigkeit, Schnelligkeit und Zuversicht auszuführen. Was passiert also beim Üben in unserem Gehirn, sodass wir besser werden? Das Gehirn hat zwei Arten neuronalen Gewebes: graue Substanz und weiße Substanz. Die graue Substanz verarbeitet Informationen und sendet Signale und sensorische Stimuli an die Nervenzellen. Die weiße Substanz besteht aus Fettgewebe und Nervenfasern. Um sich zu bewegen, müssen Informationen aus der grauen Substanz des Gehirns über das Rückenmark durch eine Kette von Nervenfasern, den Axonen, an unsere Muskeln weitergeleitet werden. Wie also beeinflusst Übung, wie unser Gehirn arbeitet? Die Axone in der weißen Substanz sind mit einer fettreichen Myelinschicht ummantelt. Diese Myelinschicht scheint sich beim Üben zu verändern. Myelin ähnelt der Isolationsschicht eines Elektrokabels. Es verhindert Energieverlust bei den elektrischen Signalen des Gehirns und leitet diese effizient über neuronale Bahnen weiter. Neueste Studien mit Mäusen ergaben, dass das Wiederholen einer Bewegung die Myelinschichten, die die Axone elektrisch isolieren, dicker werden lässt. Je mehr Schichten, desto besser werden die Axone isoliert und bilden eine Schnellstraße für Informationsweitergabe zwischen Gehirn und Muskeln. Manche Athleten und Künstler schreiben ihre Erfolge dem Muskelgedächtnis zu. Dabei haben Muskeln gar kein Gedächtnis. Es ist eher die Myelinisierung der neuronalen Leiter, die ihnen dank schnellerer und effizienterer neuronaler Bahnen einen Vorsprung verschafft. Viele Theorien versuchen zu quantifizieren, wie viele Stunden, Tage oder sogar Jahre der Übung nötig sind, um etwas meisterhaft zu beherrschen. Obwohl wir die magische Zahl noch nicht kennen, wissen wir, dass dies nicht nur von der Dauer des Übens abhängt, sondern dass auch Qualität und Effektivität eine Rolle spielen. Effektives Üben ist regelmäßig, stark fokussiert und konzentriert sich auf die Grenzbereiche des aktuellen Könnens. Wenn also effektives Üben entscheidend ist, wie holen wir dann das Beste aus der Übungszeit heraus? Probiere mal folgende Tipps aus. Konzentriere dich auf die gestellte Aufgabe, minimiere Ablenkung, schalte Computer und TV ab und dein Mobiltelefon auf Flugmodus. Bei einer Studie haben Forscher 260 Studierende bei der Arbeit beobachtet. Im Schnitt konnten diese sich nur für 6 Minuten am Stück konzentrieren. Laptops, Smartphones und besonders Facebook waren die Ursache der meisten Ablenkungen. Beginne langsam. Koordination wird durch Wiederholungen gestärkt, egal ob richtig oder falsch. Wenn du das Tempo der Wiederholungen langsam erhöhst, hast du eine bessere Chance, sie richtig zu machen. Häufige Wiederholungen mit eingeplanten Pausen sind eine übliche Trainingsmethode. Studien haben gezeigt, dass viele Spitzensportler, Musiker und Tänzer 50 bis 60 Stunden pro Woche Aktivitäten aus ihrem Bereich ausführen. Viele teilen sich die Zeit des effektiven Übens ein und üben mehrmals täglich für eine bestimmte Zeit. Zu guter Letzt, übe gedanklich bis ins kleinste Detail. Es ist etwas verwunderlich, doch Studien lassen vermuten, dass sich eine gelernte Bewegung schon allein durch Vorstellung verstärken lässt. Für eine Studie wurden 144 Basketballspieler in 2 Gruppen aufgeteilt. Gruppe A übte freies Werfen mit einer Hand, während Gruppe B nur gedanklich übte. Als sie nach dem 2-wöchigen Experiment getestet wurden, hatten sich die fortgeschrittenen und erfahrenen Spieler beider Gruppen nahezu gleichermaßen verbessert. Da Forscher der Aufschlüsselung unseres Gehirns immer näher kommen, verbessert sich auch unser Verständnis effektiver Übung ständig. Noch ist effektives Üben der beste Weg, um unsere Grenzen zu erweitern, neue Ziele zu erreichen und unser Potenzial voll auszuschöpfen. Jetzt, wo du weißt, wie sich das Üben auf dein Gehirn auswirkt, kannst du in diesem Video über die positiven Auswirkungen des Musizierens lernen oder in diesem Video die Vorteile der Zweisprachigkeit entdecken.